Hallöchen. So, das ist jetzt ehrlich gesagt meine zweite Aufnahme, denn in der ersten bin ich aus Versehen wieder hier rein, bin durchgelaufen, mindestens eine halbe Stunde. Dann bin ich rausgekommen und da habe ich gedacht, ne, komm, starten ist dann nochmal neu, das ist einfach zu viel, wäre das gewesen. Denn ihr denkt bestimmt auch gerade, oh, hier waren wir doch eigentlich schon. Ja. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Ich habe vergessen, erst Speicherpunkt abzuwarten. Das Licht soll euch holen. Wir waren irgendwo hier unten schon. Schlauheit. Das nennt man einfach pure Schlauheit von mir. Aber das passiert jeden Mal. Deswegen waschen wir mal ganz schnell hier durch. Hoho, hoho. Das Diablo ist schon ganz cool, aber ich bin froh, wenn ich es durch habe. Und ich will es wirklich diesmal durchschaffen. Damit neue Spiele auf uns warten. Manche, die vielleicht nicht so lang gehen. Assassin's Creed vielleicht. Darksiders nur vielleicht. So, ein bisschen waren wir letztes Mal und ab da machen wir jetzt auch weiter, nachdem ich ganz kurz ein Schlückchen getrunken habe. Ich bin froh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Warum? Ihr kämpft sowohl mit Ehre als auch Leidenschaft. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. So, die Passage habe ich gerade genutzt, schnell, um was zu trinken. Aus der Flasche, denn ich habe ein Glas vergessen. So, geh mal hier rein. Oh, Quest. PC, bleib standhaft. Ich bin Ascilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Oh, die kopflose Asylla. Ich bin Okay, Ascilla. gut. Überreste der Gefangenen. Okay, mal schauen. Ah, bis da hätten wir letztes Mal gehen sollen. Oh, ein Bett. Und ein Buch. Da mir die Sonne entzogen wurde, weiß ich nicht mehr, welcher Tag es ist. Ich kann dem Wärter, meinem Mann und diesem Hund Lazarus dabei zuhören, wie sie mein weiteres Schicksal besprechen. Mein Leben wird bald enden, doch ich sorge mich vielmehr um die Zukunft meines armen Albrecht unter dem Wahnsinn seines Vaters. Wäre Aiden nur hier. Sind das jetzt scheiß Dinger, die explodieren? Aber ganz bestimmt. Halt die Fresse, du blödes Mistviech, stirb. Ja, es sind die Explo und der explodiert bestimmt auch. Ach du Heilige. Das ist total unfair, mir so etwas in den Weg zu stellen. Oh. Ah, der hat mir vor schon. Aber der scheint, glaub, doch besser zu sein. Was haben wir Fettes eingesammelt? Eigentlich nur eine Hose. Die wir anhaben, ist besser. So, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe ein paar Einstellungen getilgt. Und irgendwie habe ich einen Kloß im Hals und ich habe keine Ahnung warum. Mist, ey. Gering, schwach. Gering, schwach. Oh. Wo sind die Überreste der Gefangenen? Also gehen wir weiter und finden die Überreste der Gefangenen. Und pum. Lalilololalalialololo.
du blödes Viech, du blödes. Ah, da haben wir eins. Gerade gewesen. Oder? Da. Ein blöder Geldficker, du. Haha. Ich habe ich ja ganz schnell erledigt. So. Die ziehen wir an natürlich. Und jetzt helfe ich erstmal unseren Templar. Unser Templar. Unseren Templar. Blute abschauen. Schon wieder Glücksbringer. Meine Tasche ist zu schwer. Ach, halt deinen Mund. Du bist allerhöchstens zu dumm. So, dann müssen wir hier rein. Das sehen wir schon mal richtig. Freiheit! Nach so langer Zeit! Freiheit! Ja, die habe ich dir gegeben. Denn ich bin Mr. Freiheit. Schon voll das Massaker hier. Freiheit! Nach so langer Zeit! Freiheit! Sagen aber alle das Gleiche. Das hat mir gerade ein bisschen Gänsehaut gegeben. Dank sei den Göttern! Wer war das? Sei den Göttern! Warum? Es ist jemand unter uns! Zeigt ihm keine Gnade! Dank sei den Göttern! Wow. Das bei der Stimme, da stehen mir jetzt echt alle Haare hoch. Leck mich am... Boah, jetzt... Ich bin mir gerade schaurig den Rücken runter. Ey. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe Angst. Ganz große Angst. Wer auch immer das ist. Er scheint böse zu sein. Ach du heilige... Okay. Uns fehlt auf jeden Fall noch einer. Wir haben das würde mich überlasten. Mistviech hier. Schon wieder. Sechzehnhalb. Ich bin überlastet. Wenn da ja noch einer fehlt. Fragt sich nur, wo der ist. Wo bist du, mein Gefangener? Ich suche dich. Na, 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 na. Das Recht, eine Krone zu tragen, wird vom Licht verliehen. Wir respektieren die Finsternis eines verderbten Herzens. Renn dich nicht. Denn du bist tot. Wir brauchen nur noch einen Gefangenen. Hier in diesem ekelhaften Scheißdreck hier. Der muss doch hier irgendwo noch sein. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Du Scheißviech. Blödes Mistviech. So cool. Das ist so cool. Komm schon.
komm schon, der letzte Gefangene, wo bist du? Geist. Gefangenengeist. Ach, nicht du Mistkerl. Da ist er. Das würde mich überlasten. Ach, halt's mal. Ich überlasse dir irgendwie alles. Freiheit! Nach so langer Zeit! Ich danke euch, edler Held. Meine Diener sind nun frei. Doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Mach den Wärter in der Mitte des Verlieses ausfindig. Gut. Jetzt haben wir sie halt einfach unterbrochen, aber... Egalo. Egalo. Ich bin der Einzige hier! Muss ich alles selbst machen? Jo. So sei es! Stellt euch und büßt eure Sünden! Attacke! Jetzt bist du tot. Ach, du warst ja voll einfach. Ach, das war ja... Oh, und ich bin tot, ist ja... Pff. Ja. Das war eigentlich ungewollt. Dass ich jetzt noch am Schluss sterbe. Aber Newt. Mein Gepäck ist voll. Dann muss ich jetzt... Meine Tasche ist zu schwer. Ja, okay, gut, dich kann man mal weggeben. Komm. Aber was war jetzt Vampirbrust? Was war das jetzt? Rücksichtspaar. Blö, bla, bli, 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 bli. Egal. Wir gehen da runter. Und die werden uns natürlich so schnell nicht hier runterlassen. Wir werden uns so schnell nicht geschlagen lassen. Mein König, die Gefangene ist bereit, so wie ihr verlangt habt. Hab Dank, Lazarus. Eure Loyalität ist von unschätzbarem Wert inmitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liebe, meine eigene Ehefrau und Königin, die ihr ein Komplott gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster, ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Oh. Ein Geist, der blutet? Wow. Leben bis zum Schluss. Ein grausiges Ende für eine edle Frau. Ich bin stolz, meinen Teil zu Leo. Oh, ich brich's immer ab. Ich bin doch sowas vom Böse. Wenn ich vor, wenn ich hier raus bin. So. Lalilalala. Ich muss eine Kammer suchen, oder was? Und Stufe 15. Was, Granaten? Meine Tasche ist zu schwer. Puh, ich hoffe, es kommt jetzt bald mal so ein Ding da.